Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. Ja, ich habe gerade schon mal aufgenommen, super lustig und ich hatte einfach einen Bug, der mich nicht hat weiterspielen lassen. Und dann dachte ich mir, nee, also dann bin ich raus, wir werden nie wieder zu diesem Fragezeichen gehen. Da soll man nämlich so ein komisches Pferd retten und das Pferd lässt sich einfach nicht bändigen. Und dann habe ich 20 Minuten damit verschwendet, es zu probieren. Und es funktioniert halt einfach nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwie blind bin oder senil. Aber ja, ich werde das nie wieder tun. Da muss der Typ da halt leider liegen bleiben. Tut mir echt leid für ihn. Das Pferd steht da gerade noch gar nicht unten. Ist auch egal. Wir ignorieren es erstmal und gehen einfach weiter. Ich wollte es erst auch lassen. Dann habe ich mich doch dazu entschieden, es zu machen. Und es war halt ein fataler Fehler, kann man nicht anders sagen. Ja. Das macht einen immer so ein bisschen aggressiv, ehrlich gesagt, wenn man halt so am Spielen ist und es halt einfach nicht funktioniert, weil das Spiel halt so einen scheiß Bug hat. Und ja. Na gut, hier kommt erstmal so ein komisches anderes Tier angelaufen. Übrigens ist mir wieder aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe, wie man ein Pferd anhält. Falls es jemand von euch weiß... Nee. Ja, wäre ich sehr verbunden, wenn mir das jemand sagen würde. Ich habe mittlerweile schon irgendwie fast alle Knöpfe ausprobiert. Oh. Oh, der ist sauer auf uns. Ups. Das war eigentlich jetzt nicht der Plan. Ich wollte eigentlich das Pferd irgendwie versuchen anzuhalten, aber es hat mal wieder nicht funktioniert. So. Okay, ich habe den Knopf fürs Anhalten gefunden. Es ist R1. Meine Güte, also wirklich, warum gibt es den Knopf? Wieso wusste ich das nicht? Wahrscheinlich wurde das irgendwann mal am Anfang gesagt und ich hatte einfach keinen Plan. Also ich habe es einfach überlesen wahrscheinlich. Ja, das kann mal passieren, ob man es glaubt oder nicht, dass man mal was überliest. Es gibt ja einige Menschen, die das nicht so kennen. Dass das mal passieren kann. Lol, hier hängt einfach jemand. Hier waren wir schon mal, ich erinnere mich. Hier haben wir uns doch damals getrennt. Von diesem komischen... Nach diesem lustigen Überfall. Oh Mann, ich will jetzt echt einfach nur noch Story-Missionen weitermachen, ohne Witz. So. Das Pferd bekommt jetzt so ein Ding. Dann geht es ihm auch gleich wieder besser. Und ja... Wo bin ich jetzt hier? Ich bin hier jetzt einfach nur beim normalen Lager. Super. Und hier ist ein Brief für mich. Okay. Hier war die Munition. Da liegt tatsächlich ein Brief für mich. Untersuchen. Von wem der wohl ist. You were once very kind to Beau and myself, and it pains me to ask you to show us further kindness. But I have nowhere else to turn and nobody else upon whom I can impose. I will of course pay you handsomely for your troubles. My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery, and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape, yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Wer war das denn nochmal? Ich habe schon keine Ahnung mehr. Ja, aber wir machen jetzt erstmal hier wieder eine Story-Mission. Hallo. Reverend, you okay, Mr. Morgan? I don't know, Reverend. These are challenging times for all of us. Yes, very challenging. You don't seem yourself somehow. I've always felt... I've left the morphine, sir. Arthur, Reverend Swanson, would you excuse us a minute? Of course. New York,
We are going to go to New York. Now, they have been chasing us south and east and west. We're going to get a boat, we're going to get on a river, and we're going to go north. New York. Then Tahiti, the Fiji Islands, or this place, New Guinea, dancing girls, freedom. But first, we have to make a whole lot of smoke, a whole lot of commotion. And then we disappear. We need more commotion? One score and one whole hell of a lot of noise. We ain't so good at doing scores anymore, Dutch. Are you feeling all right, Arthur? Sure, I'm fine. Pardon me for interrupting. I brought a friend, Arthur. Hello. Hello. Dutch, this is Eagle Flash. His father is a great chief. Charles and I, we... pretended to be mercenaries. Did me a great favor. Dutch Vanderlyn. How do you do? Not well, sir. Well, I am sorry to hear that. How's your father? Father has confused wisdom with weakness. His people, my people, we've suffered too much, been lied to too much. Now they've taken our horses. Who? The infantry division posted at Fort Wallace. Why? Colonel Favors is a liar and a murderer. His people won't stop until we're all dead. Without horses, we cannot hunt. Without hunting, we will starve. This is another act of war. I see that. You men have helped me before, and I have money. Put your money away, son. What do you think, Charles? You know I told your father I will not fight over some horses. But I made no such promise. Come along. Yeah. Arthur, we must go with them. To try to stop things from getting out of hand. I guess. Come along. Na, das klingt ja wieder super. We can get them more horses. I know. I understand Eagle Flies is angry, but I don't see how this will help anything. Especially not with Dutch whipping them up into a frenzy. We've got enough folks coming after us without adding arms. This walk all over you? No, you're not. This is all that's wrong with this world. Okay, young man, lead the way. The horses are on a boat near Van Horn. I have a man waiting for us there with some canoes. Surely this can be done without killing anyone. Of course. What will be. Anyway, son, tell me about this Colonel Favors. He's a vile man. He and his regiment take the pleasure of persecuting us. All the young have been taken from our reservation, shipped off to reform schools. Many women, too. The old are weak and sick, but they deliberately withhold medicine and supplies from us. This ends today. You have my word on that. Na, ob das so viel wert ist, ich weiß ja nicht. Wieso macht auf einmal so auf Nächstenliebe? Also ohne Witz. You know me. We shoot fellers as need shooting. We save fellers as need saving. Feed them as need feeding. Not this again. It's been quite a while since we helped anyone but ourselves, and even you know that. I told you. Noise. We need noise, Arthur. Noise. And faith. I still don't know what that means. Stop questioning and think. Just think for a second. The Pinkertons have had time to reinforce. The civilized world is closing on us. Who knows what else Molly told them? We need to move towards a conclusion. Now. Sure, but what's this got to do with any of that? Some good, honest conflict between the army and the Indians might be just the distraction we need. Kill two birds with one stone. Cornwall was funding the Pinkertons' assault on us. Why do you think I dealt with him? With Cornwall gone, the government is far more likely to divert them to other issues. Especially if there's one more scandal, then we can slip away. Na, ich hoffe mal, dass das was wird. And one more score. You know, I went back to the chest I had hidden outside Shady Bell, and we're close, Arthur. That dynamite, the railroad contract with the army, it was all in those papers Micah found.
I have a plan. You just have to trust me. Das fällt mir irgendwie schwer, wenn du einfach stehen bleibst. There's Peter. These men, like I said, they'll help us. I got the canoes. The boat is still moored in the channel. Good. Come on, let's go. Ja, genau das war der Plan. Weiß ich nicht. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh. Die Wächter wurden alarmiert. Alles klar, durch einen Schuss. Ups. Kann ja mal passieren. Aber ich denke mal, genau, wir starten jetzt direkt wieder von hier. Oh Mann. Ja, das war mal wieder ein nicer Glitch. Ich kann mich hier jetzt gar nicht mehr bewegen. Beste. Ja. Wie er da einfach so steht und wartet. Ich weiß nicht, ob das was wird, ehrlich gesagt. Kann ich den denn wenigstens ausrauben? Ja, wenigstens das. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, wir sollten da auch mal hochgehen. Da oben war ja auch einer oder mehrere. Könntest du da eventuell drüber gehen? Ja, da ist auch eine Leiter, aber das ist ja langweilig. Auf Wiedersehen. Boah, ohne Witz, seit der Mission jetzt kann ich Pferde einfach nicht mehr hören. Da stellen sich mir schon wieder alle Haare auf und dann da fängt schon wieder bei mir an. Ja moin. So viel zu, wir versuchen niemanden zu töten. Ja. Moment, ich konnte da noch jemanden plündern. Ja, hat ja super geklappt. Wie sieht's mit ihm aus? Dynamit anbringen. Okay. Wir sollten gerade mal besser abhauen, aber ich glaube, davon wird das Schiff wohl eher untergehen. Oder auch nicht. Gut gemacht.
guys all right back there? Yeah, I think so. But there's a huge hole in the boat. Horses are spooked, and we're taking on water. Come on, let's get them out of here. Well, whatever else is wrong with you, you're quite the best pilot I've ever come across. The horses are confused. We need to round them up. I'll get these four, Arthur. Can you go after the others? Okay. Okay. Over here, come on. Das ist irgendwie echt wieder eine strange Mission, vor allem eben das mit dem Pferd, was halt eben der Bug war. Und jetzt schon wieder ein Pferd und ja, reicht dann auch langsam. Im Moment kann ich irgendwie keine Pferde mehr sehen. Wer hätte das gedacht? Na gut, dann auf zum Ufer. Ich hoffe, wir sind hier so schnell wie möglich wieder los. Denn das ist ja schon irgendwie ein bisschen eine Qual. Ja, moin. Boah, ist das nervig. Also wirklich. Was soll das jetzt bringen? Dass wir die hier jetzt einfach alle so stehen lassen? Die chillen da? Will one of you help me return the horses to my men? Well, Arthur, Arthur needs to rest. I will. I like you, son. And after the horses, are we gonna wait for the army to come and wreak its revenge? I hope not. Of course we ain't. Now let's go check out that fort of theirs. Is this a good idea? This is the only idea, and it is one that will suit both of our purposes. Fighting the army ain't wise. Stop worrying. Oh, and Sadie told me about Combe. Meet us at Doyle's Tavern in Saint Denis when you can. Shall we go, son? Certainly. We'll start some light reconnaissance out at Fort Wallace, and when Combe's dealt with, you come meet us there. We'll set up a good spot for you. I don't know, Dutch. Yeah, well, I do. This is exactly the distraction that we need. Your father said that fighting was an impossible gamble. There's no winning for you in this. Father need not know anything. He'd rather live in ignorance. Come along, gentlemen. Your father would rather you did not do anything so foolish. I said I would stop this from happening. Would you talk to him? Speak with Rangeful. Yes. Would you? Sure. Oh. I'll speak with him. You head on back to camp, check on the others, Dutch. His behavior. It's... I understand. Thank you, Arthur. Meine Güte, also ohne Witz, ich frage mich hier so ein bisschen mittlerweile selbst, was der ganze Kram hier soll. Das triggert einfach alles gerade ein bisschen. So, hier ist Micah. Was haben wir hier noch so für Missionen? Hier oben ist eine Mission. Fallender Regen. Und dann haben wir doch hier unten eine Mission in Saint Denis mit Sadie Adler. Aber einfach, weil wir hier gerade in der Nähe sind, würde ich sagen, treffen wir uns mit Micah. Oder? Ja, das finde ich nicht schlecht. Das klingt lustig. Aber ich würde eigentlich auch sagen, wir setzen an der Stelle mal einen Cut. Das war wieder eine sehr komische Folge. Aber es funktioniert tatsächlich. Ja, es funktioniert tatsächlich mit dem Anhalten. Also einfach R1 ganz lange halten, dann hält das Pferd automatisch an. Lol, wie der Typ jetzt einfach vor uns herreitet und wir nicht hinterher können. Und nicht vorbei können. Was soll das? Wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, was Micah so von uns will und was es hier so zu sehen gibt. Bis dahin!